Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir sind hier in Goliath und ja, es ist schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, über einen Monat oder zwei schon. Ja, wir haben im letzten Part die gute Kata hier geholfen zu einem schönen Platz hier in Goliath und als nächstes werden wir die Quest machen, hier, ne, mit Geräusche im Dunkeln, würde ich vorschlagen. Jo. Das heißt, ich habe zu früh die Karte. Wir bräuchten jetzt eine Schnellreisemöglichkeit. Ich würde sagen, gleich mal ins verbotene Tal, dann ist das hier ein Katzensprung bis dahin. Also, porten wir uns mal schon flotti. Jo. Ja, wir müssen jetzt da ein Viechlein umhauen, das glaube ich... Gar nicht gut. Das glaube ich immer, wenn es Mitternacht ist, dort Unfug treibt. Hier lang. Wie werden wir schon dahinter kommen? So. Ich hoffe nur, dass wir es auch besiegen können. Das wäre ganz famos. Das wäre süpi. Aber wir werden das schon hinkriegen. So, ja. Ja. Haben wir noch was zum Kochen? Ja. Steak Teller können wir uns ein paar erlauben, oder? 35 ist zu viel. 5, glaube ich, reicht schon. Wärmende Süppchen brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber diesen Asselfleischsteller werden wir, glaube ich, ja, ich glaube, da werden wir 10. So. Ich glaube, das reicht schon mal fürs Erste. Wie schauen wir heiltechnisch aus? Ja, okay, wir haben genug zum Schnapulieren. Ja. Ich glaube, das passt. Was hatte ich denn da überall? Meine Güte, das ist schon so lange her. Dass ich nicht mehr weiß, was wir da haben. Schlegel und Holzschild haben wir auch bekommen. Okay. Stimmt, was ich auch mal machen wollte, zu tragen, wäre auf irgendwann mal so ein Zweihänder. Aber da fehlt uns halt noch ein Haufen Stärke. Jo. Da geht ja momentan auch nichts. Ich muss kurz durchschauen. Ich habe das schon so lange her. Raketenwerfer haben wir jetzt auch einmal einen bekommen. Das ist gut. Können wir mal Raketis abschießen. Jo. Heiltranktechnisch schaut es wie immer arm aus mit uns, glaube ich. Puh. Ja. Ach so, ja, stimmt. Ja, 3, 4 und 5 sind unsere Berserker-Zauber, glaube ich, ne? Angriff plus, Rüstungs plus und unsere Feuerfaust, ne? Auf dem 6er wäre was zum Heilen. Dann haben wir Mana-Trank, glaube ich, ne? Süppchen. Zweimal und die Fackel. Okay, müsste reichen. Ich höre da irgendjemanden essen. Dem Geräusch zu urteilen, müsste es ein Beißer oder so sein. Aber eher mehr in die Richtung. Vielleicht kriegen wir noch Fleisch. Das Geräusch weg. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Na gut, so. Irgendwo hier lang. Ich bräuchte nur noch eine Schlafmöglichkeit. Warte, die könnten wir hier vielleicht schon finden, ne? Fällt mir gerade ein. Vielleicht, dass hier irgendwann mal jemand Schlafsäckchen aufgestellt hat. Da war ich auch noch nicht drin. Ah, schaut, das ist eine Kerze sogar. Uah. Ah ja, da haben wir schon die Schlafen. Oh doch, da waren wir schon. Ich kann mich schon wieder erinnern. Meine Güte. So, halt, langsam. Gibt es hier ein Schlafsäckchen für uns, bitte? Matratzen gibt es Haufen. Da ist was. So, einmal bis Mitternacht, bitte. Und dann schauen wir gleich, um was für ein Mistviech es sich da handelt. Ich hoffe, es ist nur ein... Gruselig. Ja. Ich hoffe, es ist nur so ein... Wie heißen die Schattenläufer und so? Das ist mir auch gar nicht aufgefallen.
Die Armschweine sind tatsächlich erdrückt worden. Ein Erwachsener und seine Kinder. Boah, das ist auch hart. Yay. So, wir müssen da entlang. Also dafür, dass es Mitternacht ist, ist es ganz schön hell. Heureka! So. Die nehmen wir auch mit. Oh je, da ist Gift schon wieder. Mann, ey. Ich werde hier auf dich warten. Ja, warte mal. Ich versuche hier durch zu laufen. Ganz schön flotti. Ich hoffe. Mana. Ja, ist egal. Ach, geschafft. Gott sei Dank. Oh. Hallo. Na, ein Verlorener. Schön. Alter. Ich hab grad nichts mit. Der Stein im Weg. Okay. Haben wir geschafft. Gut. Fein. Ich bin natürlich wieder angeschlagen, Vollgas. Aha, und wir sind, glaube ich, schon hier. Irgendwo da. Ah, es könnte ja auch sein, dass wir die Quest schon gemacht haben. Weil hier waren ja ganz viele von diesen... Oh, Viechern. Und was haben wir hier? Ein Banditchen, glaube ich, ne? Halt, wieso da bleiben? So, geht ja. Nichts das dabei. Noch wer? Wer ist da noch? Ich glaube, das war Kaya. Das war's? Ernsthaft? Mehr ist da jetzt nicht? Das war jetzt echt der Bandit hier. Der hat Krawall gemacht. Der da. Nee, oder? Das kann jetzt unmöglich richtig sein, oder? Gibt es da vielleicht eine Höhle oder so? Hm, oh. Ein Spinnchen. Das hauen wir gleich mal weg. Na, du könntest looten. Dann halt nicht. Haben wir die zweite Spinne auch noch tot. So. War es das jetzt? Ich glaube, nein, das war es einmal nicht. Hm. Also ich bin da jetzt echt ein bisschen überfragt. Ich werde mal... Hoppala, ich wollte darüber eigentlich. Vielleicht, dass hier noch was ist. Ja. Schaut aber nicht so aus, ne? Oh, das nehmen wir mal mit. Magnesiumfackel nehmen wir mit. Könnte man eigentlich schon anzünden, ne? Da ist schon so stockdunkel. Na nü. Mach. Geht ja. So. Eine Truhe, die machen wir auch gleich auf. Zumindest versuchen wir es mal. Ja, hat gut hingehauen. Zu einfach. Da hat er recht. Bier, Öllampe, kleiner grüner Stein. Nehmen wir alles mit. So. Es fällt unter Diebstahl. Warum? Verbannter. Kommen ein paar Stunden wieder. Oh, geil. Scheiße. Ich hab geschlafen. Dein Geist war ein Bandit. Dein Geist war ein Bandit. Was sagst du da? Ich habe einen Banditen aufgelauert. Er ist jetzt tot. Ist das dein Ernst? Ja. Jetzt komme ich mir richtig doof vor. Ja. Wir hatten die ganze Zeit Angst vor den Geistern. Und stattdessen waren es nur Menschen. Ja. Hast du gesehen, wo er herkam? Nein, er kam aus Richtung Nordosten. Stimmt das? Er kam aus Richtung Nordosten.
Die alte Mine. Das wäre das perfekte Versteck. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber würdest du dich dort mal für uns umsehen? Wenn sich dort wirklich Banditen eingenistet haben, bekommen wir hier bald ernste Probleme. Wir haben hier nicht viel. Aber ich werde dir geben, was ich kann, wenn du dich um die Banditen kümmerst. Vermutlich würde es schon reichen, der Schlange den Kopf abzuschlagen. So wie immer. Wenn der Banditenanführer tot ist, sollte sich der Rest von alleine zerschlagen. Dann machen wir das mal, ne? Wie finde ich die alte Mine? Ich werde den Banditenanführer töten. Wie finde ich die alte Mine? Wie finde ich die alte Mine? Wenn du über unsere kleine Brücke gehst, gehe danach nach oben rechts. Da ist die alte Wurzelbrücke. Sie wurde damals benutzt, um Holz zu der Mine zu liefern. Wenn du oben angekommen bist, befindet sich die Mine auch schon auf der rechten Seite. Aber sei vorsichtig. Von uns traut sich niemand mehr dort hinauf. Ja, ist ja klar. Ich mach das schon. Ich werde den Banditenanführer töten. Genau. Das würdest du für uns tun? Jo. Wie gesagt, wir haben nicht viel, was wir dir geben könnten. Die Erfahrungspunkte aber reichen uns. Aber ich werde schon etwas finden, um dich angemessen zu entlohnen. Sofern wir dich je wiedersehen. Aber freilich, 3 Wurstsemmeln reichen mir. Oder nehmen wir 4. Das wäre noch besser. Ich raub den einfach aus, ne? Ich bin so schlau. Upsi, ne? Ja. So. Ein Platz zum Schlafen wäre auch super. Hallo, Egil. Die Wälder sind nicht geheuer. Lass dir das gesagt sein. Jawohl. Gibt's hier noch ein Bettchen? Tatsächlich hier. Bis zum nächsten Morgen, jo. Es passt hervorragend. Gefährliche Gegend. Ja, da fällt mir gerade ein, Momentl kurz. Kurz da so. Ich glaube, ich habe es ein bisschen zu leise, das Spiel, ne? Das müsste noch ungefähr so. Das habe ich in meiner Doofheit vergessen. Ich glaube, so ist besser. So, den Heiltrank hätte ich gern. Ich traue mir nicht stibitzen. Die brauche ich eigentlich nicht, aber ist wurscht. Wir müssen zur Mine. Das heißt, neue Quest. Banditenanführer. Ja. Und? Ah, das ist echt nicht weit. Das ist nicht weit. Schwupp. So. Dann laufen wir mal. Natürlich werden wir das überleben. Was ist denn das bitte immerhin für... Was ist das für ein Spruch? Selbstverständlich überleben wir das. Unglaublich. So, jetzt müssen wir irgendwie... Hoppala. So. Darunter kann das stimmen. Irgendwie da drüben, oder? Da ist kein Mineneingang, oder? Da oben kann ich mir vorstellen. Da. Rennen wir mal ein Stück da weiter. Das hier wird schon eher Sinn machen, da oben. Da ist hier die Mine. Okay. Ich schaue mich nur ganz kurz hier ein bisschen um. Ob wir hier noch was von Wert für uns finden. Eigentlich nicht. Okay. Ein Versuch war es ja wert. Das hat ausgeschaut, dass wenn hier jemand leben würde. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist hier ein kleines Lager mit ein paar Sachen. Übrigens lädt es gerade wieder, ne? Ein bisschen. Ich sollte vielleicht Ruhe geben. Da will ich noch runterschauen, bevor wir in die Mine gehen. Ob da noch was für uns ist. Jawohl, jetzt kommen die Geräusche. Was die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ja, damit wurde Erz abgebaut, glaube ich, ne? Also die Steinchen und so weiter. Ah, da haben wir was. Schau mal. Eine Drühe. Ich probiere es einfach. Nein, so und so. Okay. Zu einfach. Jawohl. So. Wasserflasche und Zigarettchen. Ich habe das Spiel jetzt nämlich auf 60 FPS
Zumindest nehme ich es auf 60 FPS auf. Ich glaube, das ist der Grund, warum das etwas länger braucht beim Laden. Weil wenn man schon eine neue Grafikkarte hat, dann muss man das doch auch ausnutzen, oder? Ring der Härte. Ja. Das kann man immer brauchen. Vor allem, wenn man so ein Softie ist wie ich. Da unten wäre noch interessant nachzuschauen, ne? Ich glaube, ein Fassel liegt einmal da unten. Aber man kann auch zu Fuß scheinbar runter. Was auch nicht schlecht ist. So. Magnesiumfackel, die nehmen wir gerne mit. Platsch, platsch. Aha, da haben wir Asseln. Eine Leiche. Einen Perserker. Gonda. Krug, Setzerbrot, Gondas Memo 2 erhalten. Aha. Das hören wir uns aber an, oder? So, wenn ich jetzt noch weiß, wo denn diese Sachen sind. Ich glaube, ich bin da richtig. Warte mal. La la la. Tagebuch. Bin ich da falsch? Ich glaube, ne? War das denn hier? Ah, hier. Gondas Memo 2. Dann schau mal. Sie haben mich gesehen. Der Plan ist gescheitert, noch bevor ich das Förderband erreichen konnte. Ich muss zu meinem Lager am Wasserfall zurückkehren. Von dort oben habe ich einen besseren Blick auf die Lage. Hat nicht hingehauen. Und hier haben wir noch eine Memo. Lauris Notiz. Weltraumforschung? Ich verstehe den Sinn nicht. Erst die Welt unbewohnbar machen und dann verschwinden? Mal sehen, was sie noch in unserem Teil des Komplexes verstecken. Was? Ich habe nur eine Klopapierrolle genommen. Au! Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich nicht. Aber kein Problem für uns. Ist halt interessant. Oh, Gondas Schlüssel. Okay. Das ist nicht schlecht. Den hätte ich übersehen. Eine Magnesiumfackel. Das ist auch gut, weil die braucht man immer. Halt. Eisenerze. Nehmen wir auch gern mit. Dann schauen wir kurz darüber. Ah, da ist noch eine Magnesiumfackel. Ich sehe sie gerade. Halt, nicht zu hastig. So, schon besser. Platsch. Na, komm, Koruk. Ah. So, mal schauen, was wir hier haben. Elixit. Mehr Elixit. Noch mehr Elixit. Magnesiumfackel. Noch mehr Elixit. Und nichts mehr sonst. Okay. La la la. Und wo sind die Schufte jetzt herkommen? Da. Halt, da ist was. Magnesiumfackel. Ah, da drüben ist noch einer. Hallo, du Schuft. Dich hole ich mir. Na, wir holen uns dich. Siehst du, so einfach geht das. Danke für deine Sachen. Elixit, Elixit. Oh, da ist noch jemand. Oh, das hat Kaya. Ja, brav. Sehr gut, meine Dame. Den machen wir fertig. So muss das ausschauen. Die Fessel, Felsasche machen wir auch kaputt. Hoppala. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Ja. Ja. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Oh. Ich muss sie öfter unabsichtlich ansprechen. Ja, wenn deinem das Heldenherz nicht aufgeht, weiß ich auch nicht. So, und die Eisenader bauen wir ab, weil ich es gerade gesehen habe. So, 4 Stück. Das ist gut. So, an alle Banditen, bitte der Reihe nach aufstellen zum Watschen abholen. Da hinten ist irgendwas, oder? Walk. Platsch. Zumindest ein Setzerbrot. Okay, das ist ein Baum.
Na, du sollst die kaputt hauen. Danke. Es geht nicht um die Erfahrungspunkte, die wir da kriegen, sondern ums Fleisch, die die hat. Jetzt hat der Baum so komisch ausgeschaut. Wow! Alter! Es geht los! Ja, das kannst du laut sagen. Saufig. Jetzt dachte ich. Oh, das war's. Schau, Schwefelader. Nehmen wir gleich mit. 4 Stück. Und? Sezerbrot. Mahlzeit. Sonst noch was? Nein. Es hat so verdächtig ausgeschaut hier. Jetzt dachte ich mir, ich muss da mal hinschauen. Aber das war ja nicht verkehrt. Das passt ja. So. Dann werde ich mich mal da hier von Insel zu Insel schweben. So. Ein Terrorvögelchen. So, du machst keinen Terror mehr, du Vogel. Ja, ja. So, was haben wir da hinten? Das schaut auch verdächtig aus. So viel wie nix. Ja, da haben wir noch so einen Rott-Dings. Nein, Schleimdragon, so heißt die, genau. Auf jeden Fall ein hässliches Viech. Looten, danke. Und wir werden einmal speichern, sicherheitshalber. So. So. Perfekt. So, was haben wir da? Wiesenkraut. Beschädigte Aufzeichnung. Ich möchte... Ach, eigentlich habe ich keine Ahnung, was das soll. Aber das Ende naht. Der Countdown läuft. Sie haben gesagt, dass es unter der Erde am sichersten ist. Wir sind hier im Tal. Oh Gott, was ist das? Der Himmel, er brennt. Ja. Da scheint es sich nicht um einen Sonnenuntergang gehandelt zu haben. Gut. Also, ich strawanze hier schon wieder blöd durch die Gegend rum. Halt, da ist ein Viech. Ja, komm her. Ja, komm her, Rotti. Ja, komm. Ich mach Molch aus dir. So, geht ja. Halt, da ist auch noch ein... entschuldige. Entschuldigung. Setzerbrot. Genau, da ist noch eins, sehe ich gerade. Da, damit wir da gut kochen können. La, 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 la. Was ich dann jetzt auf jeden Fall mal lernen muss, wäre, dass wir die Viecher besser ausbeuten können, ne? Das wäre ja ein feines Upgrade für uns. Upgrade. Da vorne haben wir ein paar Kritter. Aber schön ist es schon. Ist das hier eine Höhle? Nein. Hat nur so ausgeschaut. Ma, eh, hallo. So. Da haben wir noch eine Heilpflanze. Ein Felsassel fürs Fleisch. So. Dann haben wir... Oh. Na, schon wieder. Entschuldigung. Heiltrank, Elixit. Noch mehr Elixit. Starke Energiespeicher. Noch mehr Elixit. Na komm. Sehr, sehr gut. Die Ratte lassen wir wieder am Leben. So. Das nehmen wir mit, die mächtige Heilpflanze. Die Kritter machen wir platt. Zack, 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 zack. So, einmal, zweimal, dreimal. So. Eine Seerose. Da ist noch eine. Und ein Setzerbrot. So. Gut. Da vorne ist noch eine Seerose. Und noch ein Heilpflanzl und Setzerbrot an Haufen. So. Ich mache einfach mal so ganz... klassische Runde. Irgendwas habe ich, glaube ich, gepult. Na, doch nicht. Jo. Halt. Noch mehr Setzerbrot. Kritter sehe ich da. Die können wir auch gleich weghauen.
So. Ein Mutantenkraudi. Boah, da gab es Viecher zum Zusammenschlagen ohne Ende. Aber müssen wir wahrscheinlich eh irgendwann angehen. Wirklich systematisch. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Ja, das stimmt auch wieder. Systematisch alles zusammenschlagen, damit wir genug Erfahrungspunkte haben. So. Hier drinnen sind wir jetzt fertig, ne? Da war ich, glaube ich, noch nicht drin. Oh, doch, da waren wir drin. Entschuldigung, alles gut. Ich glaube, da haben wir's. Platsch. Da kommt ein Hüpf. Geht ja. Gut, da hätten wir es. Dann können wir wieder hoch. Da gibt es halt so viel Graffel eigentlich, ne? Also wirklich groß. Viel zu entdecken. Eigentlich viel zum Sammeln. Die Truhe hatten wir schon. Da oben wollte ich noch schauen. Da ist eh nichts. Okay. Dann können wir echt da drüben. Zack. Wieder raus. So. Und können uns... Warte, da war was. Blut irgendwas. Blutrapier. Oh. Da hört sich an, als wenn jemand Musik spielen würde, oder? Wow. Ich glaube, ich verdue mich. Ich glaube, das ist die Hintergrundmusik. Okay, passt schon. Okay. Ja, lol. Gut. Ich halte das jetzt kurz. Wir wollen die Mine da erkunden, ne? Ich muss nur wieder raufkommen da irgendwie. Versuchen wir es mit der Bergsteigermethode. Ich glaube, hier könnte es gehen. So, mache ich bis hierhin. Dann kurz Päuschen. Da. Vielleicht geht es sich schon aus mit dem Jetpack. Ja, gerade so, aber es geht sich aus. Ich meine natürlich, das war alles geplant. Jo. Und dann schauen wir uns mal... Halt, das was? Wein. Mhm. Wein können wir immer brauchen. Zum Trank machen. Und da gehen wir rein ins stockfinstere irgendwas. Aber es ist nicht so schlimm. Dich mach ich lang. Achso, die bauen da was ab. Ich habe das jetzt nicht gesehen. So, ich brauche Licht. So. Du wirst mich noch kennenlernen. Aber jetzt regt die ab. Bleib hinter mir. Natürlich, Schatz. Nicht gut. Gar nicht gut. Obwohl, der ist ja gut gestorben eigentlich. So. Eisenader, die bauen wir natürlich ab. So. Dann. Klack. Ist das schon wieder Schnee? Na, schaut nur so aus. Wir haben eine Truhe. Mhm. Das war wohl nichts. Ja. So? Nein. Das war ein Schuss in den Öfen. Jetzt haben wir's. Zu einfach. Naja, es geht. Dickes Blut. Ist wie ein Steam, ne? Resistenz Bluten. Auch nicht schlecht. Und gutes Messer. Wir nehmen natürlich alles mit. Die Steams verkaufen wir, weil die verwende ich nie wieder. Weil da kriegt man weniger Erfahrungspunkte. Ich Trottel habe mich damals geirrt gehabt. Ich dachte, man kriegt mehr. Da kriegt man um die Hälfte weniger. Das braucht man nicht. So, ein Bauplan, wie es ausschaut. Eine Anleitung zu Ring der Verteidigung. Okay. Notiz eines Banditenanführers erhalten. Okay. Nanu. So.
da. Glaube ich. Da. Erster Bericht. Die erste Woche liegt hinter uns. Nachdem wir uns den Weg in die Mine freigesprengt haben, mussten wir ein paar Stützbalken ausbessern und hier und da Vorkehrungen treffen, damit uns die Decke nicht und unsere Schädel eindrückt. Jawohl, das kann nämlich passieren. Und diese Kopfschmerzen kriegst du nimmer weg, das kannst du mir glauben. Wir haben bei den Ausbesserungsarbeiten zwar Pix und Money verloren, aber die zwei haben sich sowieso nur gestritten. Jetzt ist endlich wieder Ruhe. Ja, unglaublich, die zwei. Schlimmer als jedes Weib. Ja, wo waren wir? Genau hier. Dennoch habe ich die anderen angewiesen, vorsichtiger zu sein. Trotz allem scheint es sich bezahlt zu machen, dass wir uns diese Idioten aus Goliath gefügig gemacht haben. Es sind noch immer große Mengen Elex vorhanden. Kaum zu fassen, dass die dummen Berserker diese Mine haben brach liegen lassen. BB. Bye bye. Jawohl. Ja, die Berserker brauchen das halt nicht. Oh, Entschuldigung, Schatzi. Magnesiumwackel, eine brennende noch dazu. Da, da, da. Unbrauchbare Verbandstasche. So, ja. Da hätten wir's. Die Mine ist cool. Irgendwie. So. Ich will hier hoch. Ja. Will hochkraxeln, das geht schon. War da was? Na. Da, 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 da. Die haben da scheinbar zu unseren Ungunsten schon sehr viel abgebaut. Heureka! Rumdum. Na, es geht eigentlich, aber wenn du unbedingt eine auf den Bus willst, kein Problem. So. Oh, oh, oh. War da nicht irgendwo ein Dritter? Ich loot mal. Einmal und zweimal. Dann laufen wir mal da nach hinten. Notiz eines Banditenanführers Teil 2. Würde ich sagen, lesen wir doch gleich, ne? Also, da und hier. Zweiter Bericht. Sehr einfallsreich, aber es sind sinngemäß, ja. Heute ist Nerissa verschwunden. Habe Ash losgeschickt und Pikachu, um sie zu suchen. Doch die Suche blieb erfolglos. Den meisten Kerlen ist ihr Verschwinden egal, aber leider war sie die einzige, die ein halbwegs anständiges Fressen zubereiten konnte. Ich muss mich auch nach einer Alternative umhören. Vom Dreck und Staub der Wände können wir uns nicht ernähren. Naja, geht schon. Dann wär's einmal sauber. Ja. Genau. So. Irgendwer quatscht mich. Ah, da ist er. Ein Bandit. Ah, da kommt er von der Leiter runter. Das ist kein Problem. Das mit der Leiter war nicht so gute Idee, mein Freund. Naja. Erzader, sag ich schon, Eisenader. So. Die bauen wir natürlich ab. Ich bin total auf magisches Erz, ne? Also, komplett goffig geschädigt. So. Sollen wir rauf oder zuerst da unten rein? Also hier rein. Dich mache ich fertig! Aber nee. Au. So. Passt. So. Ich glaube, wir können es jetzt hier rein. Ein Radio. Ja. Mehr als Rauschen ist da nichts. La ra ba ba da ra. So. Hüpf. Hier geht's. Aha, da ist was gewesen. Oh mein Gott, ich brauche schon eine Fackel, ne? Es ist einfach angenehmer mit einer... Ich bin nicht gut genug.
Wieso denn nicht? Gutes Messer. Noch Gabeln und noch mehr Messern. Und Wein, das brauchen wir immer. Krug. Kleiner Elex-Trank. Ups, Entschuldigung. Ein Heiltrank habe ich hier gesehen. Irgendwo. Zumindest habe ich es mir eingebildet. Echt jetzt? Na, hier ist er. Gut. Dann Krug. Noch mehr Krug. Notizen eines Banditenanführers 3. Lies mal weiter. Weil wir das gut können. So, nein, da. Dritter Bericht. Mittlerweile sind 8 Wochen vergangen. Wir fangen schon an, uns selber zu beklauen. Um etwas Ruhe in den Haufen zu kriegen, habe ich ein paar Männer rausgeschickt, um ein paar Viecher zu jagen. Das Ergebnis war alles andere als zufriedenstellend. 2 Verwundete und fast eine Begegnung mit einem Trupp Ausgestoßener. Wenn die Kerle mitkriegen, wo wir uns eingenistet haben, können wir uns das Elex abschminken. Ja, das kann auch passieren. Das könnte da durchaus passieren. Noch ein Krug. Ein Krug im Rucksack, der macht klug. Wir könnten uns ein bisschen aufs Ohrwascherl hauen. Ich glaube, das werden wir auch machen. Weil wir ja auch schon wieder ein bisschen angeschlagen sind. Mittag müsste reichen. So. Dann werden wir den Part auch bald beenden müssen. Sehe ich gerade, wir sind ja schon drüber. Sowieso drüber. Ich habe mir jetzt eigentlich fix ausgemacht, 40 Minuten oder 30, ich weiß es nicht mehr. Aber die meisten Parts sind die 40 Minuten lang, ne? Also ist es quasi eh schon wurscht. Und das Spiel ist eh so groß. Da ist es wahrscheinlich eh klüger, wenn man gleich größere Parts macht. Dass man auch mal was weiterkommt hier, ne? Boah, gruselig. Also, mein Bauch ist das nicht. Nur zur Anmerkung. So, dann klettern wir mal hoch. La 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 la. Burp. Da da da. Ich hätte auch probieren können, ob man den Banditen hätte von der Leiter schießen können. Dann wäre er halt runtergefallen vielleicht. Das hört sich nicht gesund an. Das hört sich überhaupt nicht gesund an. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gleich mit irgendeinem grauslichen Viech kämpfen müssen. Ein Schalter. Alter Verwalter, da gibt's einen Schalter. Ich werde... ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen. Ob wir zuerst nach oben sollten oder dem Geräusch folgen sollten. Aber ich glaube, es wäre klüger, nach oben zu gehen. Ausnahmsweise. Weil das hier schaut eher aus, wie wenn es zum Banditenanführer gehen würde. Der Schalter, das wird wahrscheinlich einen Lift betätigen, nehme ich mal stark an. Da sauft wer. Ah, da. Erledigen wir das gemeinsam. So. Oh, ich glaube, das war der Chef. Hoppala. Bloody, blödi Ben. Zack, zack, zack. So. So, wir werden aber trotzdem noch unten diesen Lift verwenden. Ui, Goldader, die bauen wir natürlich auch ab. Und ein Goldbröckchen. Ein bisschen Elixit. Was war das? Reflektorzahnaxt. Okay. Notizen eines Banditenanführers 5. Wir haben die 4 noch nicht gefunden, ne? Nehmen wir es aber mal mit. Vielleicht finden wir die 5 noch. Das heißt, wir hätten doch zuerst den Schalter da drücken sollen, vielleicht. Macht nichts. Ist nichts verloren.
Ah, da ist sie, die 4. Okay. Hammer eh... halt, da war was. Essen jetzt. Hammer eh alles gefindet. Dann können wir noch lesen, ne? Also. Zack, zack, na, zack, genau. Und zwar 4. Vierter Bericht. Ich habe Ash angewiesen und Pikachu auch, anstatt zu jagen, ein paar Ausgestoßene zu bestehlen, die ihre Behausung unweit unserer Lager haben. Die Kundschafter haben mir berichtet, dass sie nicht ganz wehrlos sind. Wir werden also in der Nacht losziehen müssen, wenn wir Erfolg haben wollen. Ich hoffe, der Aufwand lohnt sich und ihre Vorratskammern sind prall gefüllt. Ich glaube, das war der Geist, den wir umgehauen haben. Das war Ash, aber sein Pikachu war nicht dabei. Naja, wer will auch schon einen Pikachu schlagen? Ja, ja. Achso, die 5 können wir noch lesen. Ich depp. Ich renne schon wieder los, ohne dass ich fertig lese. So. So. Entschuldigung. Also, und der 5. Eintrag, also der 5. Bericht. Endlich wieder satt. Die armen Schweine werden sich sicher bald fragen, wo ihr ganzes Zeug hin ist. Jetzt können wir endlich richtig durchstarten und jeden Brocken Elix aus dem Felsen pressen. Das wird den Boss glücklich und uns reich machen. Wir werden die Berserker jetzt öfter mal besuchen gehen. BB. Jaja, das war dann scheinbar Ash, den wir den Hosenboden aufgerollt haben. Ja, selber schuld. So. Ich möchte langsam hier den Lift noch verwenden. Aha. Okay. Jetzt geht's. Mal schauen, wo wir denn da hinkommen. Piu! Ich habe irgendwie das Gefühl, gepanzerter Bandit. Okay, nicht Ruhe. Ja. Das war auch nicht mein Bauch. Suppe und Hammer, ja. Wir werden da mal speichern. Wir werden da mal speichern. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.